Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Hinter mir ist der Mekong und Thailand. Und ich befinde mich in Laos und starte hier jetzt meine Radreise durchs Land. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Ich bin tatsächlich in Laos. Ich habe es durch die Grenzkontrollen geschafft, habe ein Visum on arrival bekommen. Das kostete 40 Dollar. Und jetzt bin ich im Land. Ich kann hier 30 Tage bleiben. Erster Unterschied, hier ist Rechtsverkehr. Juhu! Muss mich aber jetzt auch erst wieder dran gewöhnen. Nach 24 Tagen Thailand. Zweiter Unterschied ist das Geld. Ich habe mir jetzt ein bisschen was umgetauscht. Ich bin nicht so lang im Land und es kann Schwierigkeiten geben, das auszugeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin jetzt Millionär. Ich fahre jetzt erstmal nach Hua Sani rein, um mir eine SIM-Karte zu besorgen. Ich bin heute Morgen nicht ganz so früh aufgestanden, um nicht zu früh an der Grenze zu sein, bevor die da aufmachen. Und es ging gerade die Sonne auf über Mekong. War ein wunderbarer Blick von meinem Balkon aus und dann bin ich das Stück zur Grenze gefahren. Da kommt erst die thailändische Zollkontrolle. Da prüfen sie dann, ob man sein Visum auch kein Overstay hat, also nicht zu lang geblieben ist. Und dann geht es über die Freundschaftsbrücke nach Laos. Da kann man allerdings nicht mit dem Fahrrad fahren, da musste ich einen Bus nehmen. Und das war auch sehr interessant, dann über diese Brücke mit dem Bus zu fahren. Ja, und dann bin ich in Laos angekommen. Da musste ich dann nur was ausfüllen fürs Visum, musste ein Passfoto mitbringen und 40 Dollar bezahlen. Ja, und dann war ich im Land. Ich bin jetzt in Hua Sani und auf der Suche nach einem Telefongeschäft, wo ich eine SIM-Karte bekommen kann. Das ist gar nicht so einfach. Es ist auf jeden Fall spannend hier. Es ist inzwischen fast 10:30. Ich habe eine SIM-Karte bekommen. Der Laden lag natürlich ganz oben auf dem Berg. Naja, jedenfalls 20 GB für 30 Tage für 2 Euro oder sowas. Muss ich mal dringend was zu essen finden. So, was zu essen habe ich jetzt bekommen. Schmeckt ganz ähnlich wie in Thailand. Ja, und jetzt muss ich zurück zu meiner Route finden. Dazu fahre ich jetzt erstmal runter zum Mekong, um diese Berge hier zu vermeiden. Da drüben muss irgendwo meine Unterkunft von heute Nacht sein. Jetzt bin ich aber auf der anderen Seite. Da ist diese Statue. Jetzt müsste dieses rote Dach da sein. Ich bin jetzt endlich zurück auf meiner Route. Es ist fast 11:30. Da denke ich normalerweise schon ans Aufhören. Ja, rechts geht es jetzt zur Freundschaftsbrücke, über die ich heute Morgen gekommen bin. Und links Richtung Boten will ich jetzt fahren. Jedenfalls habe ich jetzt in der Stadt schon mal einen Vorgeschmack bekommen auf das, was mich hier erwartet. Sehr viele, sehr steile Berge. Ich hätte mir hier eine gute Reise gewünscht, das ist sehr nett. Es wird nämlich eine Fahrt ins Blaue. Die Unterkünfte, die es hier gibt, sind meistens nicht irgendwo in irgendwelchen Apps registriert. Und selbst auf Google Maps sind kaum welche zu finden. Es wird also spannend, wo ich heute Nacht übernachte. Oh, das erste Tempeltor, das ich hier in Laos sehe. Der liegt hier auf dem Hügel, da komme ich jetzt nicht rauf. Aber es sieht ganz ähnlich aus wie in Thailand. Es gibt hier nur wenige Straßen in Laos und die werden natürlich von den Lastwagen genutzt. Es ist nicht viel Platz. So schöne Seitenstreifen wie in Thailand gibt es hier nicht. Ja, und auch hier in Laos Straßen, Autos und Hütten, aber längst nicht so viele Autos. Aber ich hoffe, es wird noch landschaftlich ein bisschen reizvoller, aber das heißt dann auch gleich, dass es rauf und runter geht. Ich hätte gern mal ein Eis, aber wenn es mal eine Eistruhe gibt, ist da was anderes drin.
Jetzt hatte ich eine Eistruhe gefunden, aber die hatten auch noch so was Interessantes in der Auslage. Bananenblätter oder Palmblätter gefaltete Fleisch und da habe ich noch Reis zu gegessen. Das schmeckt eigentlich ganz gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch gut war. Wir werden es sehen, spätestens morgen. Oh, die Straßenqualität ist jetzt nicht mehr so wie in Thailand. Ich habe mir auch ein paar Tage mehr Zeit genommen für Laos. Also ich muss mich hier jetzt nicht beeilen. Oh, jetzt habe ich das erste Mal ein bisschen Ausblick. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus, aber auch sehr anstrengend. Und wieder ein Straßendorf. Zum Glück ist jetzt mal gerade die Sonne weggegangen, es ist schon ganz schön warm. Wenigstens kommt es mir so vor, ich glaube tatsächlich ist es gar nicht so warm. Die Straße führt hier durch so eine Art Hochtal. Es geht immer mal wieder rauf, mal wieder runter. Es ist von Bergen eingerahmt, aber die scheinen nicht bewaldet zu sein. Jedenfalls nicht mit Urwald oder ursprünglichem Wald. Ich will mal sehen, ob man hier an der Tankstelle vielleicht mal einen Kaffee kriegen kann. Aber es sieht nicht gut aus. Ja, so langsam beginne ich mir aber doch Sorgen zu machen, wo ich heute Nacht schlafe. Es gibt auch keinem Ort irgendein Anzeichen dafür, als wenn irgendjemand was vermietet. Das sieht doch fast aus wie ein westfälischer Bauernhof. Die Schrift ist irgendwie ans Indische angelehnt. Und ja, ich würde wahrscheinlich auch ein Hotelschild übersehen. Ich gar nicht wüsste, was das heißt. Coffee. Jetzt habe ich mir da gerade an dieser Bude so eine Art Kaffee-Mischgetränk machen lassen. Ich konnte gerade noch verhindern, dass sie Eis reintat. Und dann kamen zwei junge Männer, die habe ich so mit Zeichensprache gefragt, ob es ein Hotel gibt. Und direkt daneben gab es ein Guesthouse. Es ist zwar jetzt noch nicht mal 2 Uhr, aber ich bin irgendwie müde. Und ich weiß nicht, wann das nächste kommt. Und dann habe ich einfach mal gefragt. Die hatten noch ein Zimmer frei. Der Eingang zu meinem Zimmer ist da hinten. Diese Tür da, die mittlere. Es ist auch schon ganz schön warm. Normalerweise fahre ich ja immer früh morgens los und das ging ja nicht, weil ich erst noch über die Grenze musste und dann noch in die Stadt rein und die SIM-Karte holen. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Sache, um aufzuhören. Und das Zimmer hat jetzt 7 € oder so gekostet. Das ist allerdings auch sehr einfach. Immerhin konnte ich mein Fahrrad reinpacken und es gibt ein Bett. Wie mich die Holländerinnen, die ich neulich getroffen habe, schon vorgewarnt haben, es ist sehr hart. Ein Durchlauferhitzer mit abenteuerlicher Verkabelung. Es gibt keine Toilettenspülung, sondern man muss es sich rausschöpfen aus diesem Eimer und den muss man erstmal volllaufen lassen. Das ist der laotische Kip. Das sind 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000 und 1.000. Es gibt wohl noch kleinere Scheine bis 100, aber das ist alles nichts mehr wert. 100.000 sind ungefähr 4,50 Euro und ich habe jetzt für dieses Zimmer 150.000 bezahlt. Ja, ich habe hier jetzt noch 1,5 Millionen, die ich umgetauscht habe. Ich hatte noch Baht übrig, die konnte ich tauschen und noch ein paar Dollar. 60 Dollar habe ich, glaube ich, umgetauscht. Ja, ich hoffe, ich werde das hier los, weil man darf es eigentlich nicht mit rausnehmen aus dem Land. So, dann will ich mich mal ein bisschen umschauen und gucken, wo ich überhaupt hingeraten bin hier. Direkt nebenan ist ein Gemischwarenhandel. Mit Holzkohle, Regenschirme, Sonnenhüte und allerhand Lebensmittel. Einen lieben Straßenhund. Ein Modefachgeschäft. Gleich nebenan gibt es einen Baustoffhandel. Die haben auch das wichtigste Gerät, was man hier unbedingt braucht, den Freischneider. Hier gibt es Stacheldraht, Konstruktionsstahl und PVC-Rohre für die Wasserleitungen. Und es gibt sogar einen Geldautomaten. Ich
glaube, da gibt es Mobiltelefone, da hätte ich sicher auch eine SIM-Karte bekommen. Oh, das ist die Dorfstraße, jetzt mal im Rückblick, die ich jetzt gerade abgegangen bin. Jetzt schaue ich mal, was es auf der linken Seite hier zu sehen gibt. Das ist mal der Blick in eine Seitenstraße. Nochmal ein Gemischtwarenladen. Nochmal so eine Art Baumarkt. Nochmal ein Laden mit allem, was der Laote so braucht. Das hier sind Elektroroller. Die habe ich auch in Thailand gesehen. Ich glaube, die fahren aber mit Bleiakku. Aber für ja, den kleinen Verkehr hier im Dorf reicht das völlig aus. Und da schlafen die Kätzchen. Das könnte ein Restaurant sein. Hier nochmal ein Gebäude im westfälischen Fachwerkstil. Und das ist die Straße, die ich da morgen weiterfahren muss. Ja, so ein richtig ansprechendes Restaurant habe ich noch nicht gefunden. Eben in dem Laden, da schwirrten die dicken, fetten, schwarzen Fliegen über dem Fleisch. Ja, und in meinem Innenhof spielen jetzt die Kinder und da steht eine dicke, fette Box, aus der Musik schallt. Ja, das war mein kleiner Gang durch die Gemeinde. Das einzige Restaurant, was ein bisschen ansprechend aussah, war jetzt geschlossen, aber ich werde gleich sicher noch was finden. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Osten, so langsam Schritt für Schritt. Die Berge kommen näher und ich bin gespannt, was mich da erwartet. Und wenn du wissen willst, was ich dabei dann alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!